Er ist der Kopf des österreichischen Nationalteams, der Regisseur, der Leader und Lenker einer eingeschweißten Truppe. Viktor Szilágyi hat mit Österreich Großes erreicht. Die vierte Teilnahme an einem Großereignis in 5 Jahren, 2 Europameisterschaften, jetzt in Katar die 2. Weltmeisterschaft. Es ist eine wahnsinnig positive Stimmung entstanden innerhalb der Nationalmannschaft. Das hat sich ganz speziell mit der Vorbereitung auf die Heimeuropameisterschaft schon abgezeichnet. Dann natürlich die erfolgreiche Heimeuropameisterschaft. Und diesen Geist trägt die Mannschaft so mit sich mit. Es ist der Grundkern auch gleich geblieben. Und jeder Spieler, der dazukommt, hat erstens eine leichte Aufgabe, weil ein funktionierendes System da einfach da ist. Und es macht irrsinnig viel Spaß, jetzt zur Nationalmannschaft zu fahren. Man merkt, jeder Spieler, der da jetzt auch wieder war oder der da hinkommt, also alle fahren gern hin. Ah, super. Sensationell. 1-1. Seit mittlerweile 15 Jahren ist der gebürtige Ungar in Deutschland tätig, hat alle EHF-Titel gewonnen, bei Topvereinen wie Kiel oder Flensburg gespielt. Seit 2012 ist er beim Bergischen HC der König der Löwen. Das Österreichische hat er sich trotz Langzeit-Deutschland-Aufenthalt behalten. Das Importunternehmen aus der Heimat floriert auch bei den Szilágyis. Das fängt bei La Tella an, geht über Cavanossi, auch über den Krähen zum Beispiel, der auch in ganz anderen Variationen hier zu kaufen ist. Und, ja, auch teilweise natürlich Zeitungen, Zeitschriften, ja. Wenn deine Kinder jetzt Hochdeutsch reden, sagt ihr das oder nicht? Also ich habe kein Problem damit, aber es sind schon natürlich ein paar Wörter, bei denen man dann zusammenzuckt. Ja, also, aber da hat man eigentlich kaum, also da ist einfach die Schule oder der Kindergarten sind einfach dazu prägend dafür. Und es gibt immer wieder natürlich auch lustige Geschichten, auch mit den Kindern, die dann vielleicht, wenn im Kindergarten auch erwähnt wird, stell das mal in die Spüle und die wissen das nicht. Und da ist man schon so ein bisschen heimlich stolz drauf, dass die nicht Spüle, sondern Abwasch kennen. Wer Viktor Szilágyi kennt, weiß, große Sprüche klopfen ist nicht sein Ding. Er bleibt auch vor der Weltmeisterschaft fokussiert. Große Ziele werden nur intern definiert. Aber Diplomatie hin oder her, am Ende ist und bleibt der Kapitän ein Siegertyp. Es ist auch, glaube ich, nicht ganz einfach mit mir jetzt, ob das jetzt irgendein Brettspiel oder so irgendwas ist. Also es kommt einfach immer, ich kann einfach nicht verlieren oder ich hasse es, irgendwo zu verlieren. Und dann, gerade wenn man dann irgendwie so zusammensitzt, merkt man auch an sich selber, dass man manchmal vielleicht dann mit übertreibt. Man versucht das irgendwie zu überspielen über Humor oder sonst irgendwas. Aber innerlich merke ich dann schon, dass das eine gewisse Unruhe ist, wenn plötzlich irgendwelche Spielsteine weniger werden oder dieses Papiergeld, was mit dem man spielt. Da ist einfach immer zu viel Ehrgeiz einfach irgendwie dabei. Das stört einen manchmal, andererseits ist es auch in vielen, vielen Sachen auch natürlich hilfreich. Die Frage, ob er seine Nationalteamkarriere nach Katar fortsetzt, wird auch nach dieser WM wiederkommen. Eine Antwort wird es auch hier nur bedingt geben, denn große Ziele werden im Haus Szilágyi eben intern definiert. Alles, was danach kommt, gerade was die Nationalmannschaft betrifft, wird man dann einfach wieder, so wie wir es bis jetzt gehabt haben, einfach entscheiden müssen. Man wird sich zusammensetzen müssen. Man wird natürlich, wie so ein großes Turnier einfach ist, man wird das alles analysieren. Ich hoffe, dass wir Erfolg haben werden, dass alles positiv natürlich verlaufen wird. Man hat nie eine Garantie dafür, aber wie gesagt, wichtig wird dann sein, auch nicht aus der Emotion heraus irgendwelche Entscheidungen zu treffen, sondern einfach das auf sich auch wirken zu lassen, was dann alles so passiert, und da wird man sehen, wie einfach der Weg dann halt weitergeht.